wunderschön, du hast befasst und eine Fresse gehauen. Arbeitsschutz geht allein. Sicher ernst. Das ist der Betonsturz, Stahlbetonsturz. Da ist Bewerbung drin. Wie kriegt ihr den hoch? Mit dem hier? Mit dem hier. Und wie schwer ist das? Der ist ca. 150 Kilo. Herzlich willkommen bei Homeworld Solution. Heute zeigen wir euch, wie man einen Stahlbetonsturz, wie er hier liegt, in eine Wand einsetzt, weil noch ein Durchbruch rein soll. Das ist eine tragende Wand, das heißt, da kommen Lasten, deswegen muss ein Sturz rein, dass halt nicht von oben die Wände, weil noch mehrere Geschosse oben drauf sind, drunter rutschen oder irgendwelche Risse reinkommen. Gibt es viele Vorsichtsmaßnahmen, die wir treffen müssen. Zuerst wir uns das erstmal anzeichnen an der Wand, wo das genau hinkommt. Dann tun wir die Wand an zwei Stellen abfangen mit unseren Stützen und Kantenhölzern. Danach nehmen wir den Teil, wo der Sturz reinkommt, hier komplett raus, circa in der Höhe. Und dann, wenn der Sturz drin ist und ausgemauert ist, dann können wir erst die Wand darunter rausnehmen. Die schneiden wir auch sauber ein. Und dazu müssen wir aber erst einmal alles anzeichnen. Der Bauherr möchte ein Öffnungsmaß von dieser Wand zu dieser ersten Öffnung von 1,10 Meter. Und jetzt können wir nicht hier 1,10 Meter schneiden. Da hätten wir zwar die Öffnung, aber der Putzer muss ja irgendwann noch kommen und muss hier noch 1,5 Zentimeter Putz draufbringen. Das heißt, da hätten wir nicht den 1,10 Meter, da hätten wir dann 1,11,5 Meter. Das wollen wir nicht. Und deswegen tun wir hier rückspringen, die 1,5 Zentimeter, was die Putzstärke ist. Und hier loten wir jetzt hoch. Dann möchte eine Öffnung von 2 Meter. 2 Meter und 1,5. Jetzt haben wir hier auch 1,5 cm Wand, weil auf der Seite muss man auch putzen. Haben wir die Höhe. Was kommt hier noch drauf? Da haben wir Zeltplatten drauf. Das sind 2 cm. Das müssen wir mit berücksichtigen. 2 Meter plus den Fußbodenaufbau plus ein bisschen Luft. Machen wir 2 Meter und 6. Der Sturz ist 19 cm hoch. Das heißt, wir sind hier oben. Und jetzt müssen wir noch die Mitte nehmen, die Mitte, weil der Sturz ja gleich aufliegen muss. Wasserwaage. Oh, was wir nicht vergessen dürfen. Wir müssen Justin noch sagen, brauchen noch den Staubschutz. Justin! Ja. Bring mal hier den Staubschutz mit, die Maske aus dem Eimer. Arbeitsschutz geht alle an. Nein, doch. Jetzt haben wir ja vorne den Strich in der Mitte gemacht. Den machen wir jetzt oben. Das machen wir auch noch los. Jetzt haben wir noch keinen mittleren Strich. Jetzt ist der Sturz ja länger, als die Öffnung groß ist. Und jetzt können wir von dem mittleren Strich die Hälfte von dem Sturz hier hin messen und die Hälfte von dem Sturz hier rüber messen. Ich weiß, dass der Sturz 2,62 lang ist. Und dann machen wir 1,31 Meter eigentlich. Aber da der Sturz nicht knirsch reinpasst, machen wir jetzt einfach 2 cm größer. Hier werden ja Steine drin sein, geht man ja davon aus. Wenn wir jetzt hier das rausnehmen, würde das Stück mit rausfallen, weil hier drüber auch wieder ein Stein ist. Wichtig ist jetzt die Höhe, damit wir wissen, wo wir unsere Abstützung hinmachen, damit uns nicht die ganze Wand hinterher kommt. Lasst dies bitte von einem Statiker oder einer Fachfirma ausführen. Anfragen unten in der Videobeschreibung an Homebuild Solution. Genau. Wie sind das für eine Wand, eine 24? Weiß ich nicht. Wenn es natürlich eine 24 ist, haben wir 100 Punkte. So. Weil dann brauchen wir noch so Onkel. Ist dein Ernst? Doch, das ist mein Ernst. Das können wir gleich mal gucken, bevor wir hier was messen. 14er Wand. Wie wir ja sehen, 14, 15. Und wie viel ist das? Das ist 36 schon. Das ist ernsthaft? Das ist 36 schon. Jetzt können wir nämlich von dem Bohrer unser Maß nehmen. Und da drüben steckt, da haben wir jetzt hier 1,9 Meter. Und dann merken wir uns natürlich auch die Höhe. Von Unterkante Bohrer habe ich jetzt bis Oberkante, also bis zu der Kante Linie, sind 4 cm. Das ist eine gute Video. 4 cm. Wir haben gesagt, hier neben dem Bohrer ist der 1,9 Meter. Können wir ja mal gucken, ob das so ist. Und was sehen wir? Wir haben nicht 1,9 Meter, wir haben 1,6 Meter. Hätten wir jetzt den 1,9 Meter angemalt, hätten wir jetzt einen Versatz von 4 cm. Kannst du Justin die Maschine wieder rausziehen? Und ich kann wieder Malestunde machen. Stemmen ist verboten im alten Mauerwerk. Wieso ist das verboten? Weil der Mörtel, der hier drin ist, der Zement und der Kalk, weißt du ja nicht, wie viel da drin ist und der ist meistens sehr sandig. Und dann kannst du größere Schäden machen, als was du willst. So schneidest du sauber ein, kannst den Stein wegnehmen. Jetzt wird's laut und dreckig. Wir haben ein kleines Problem. Im Altbau waren viele Durchgangsbereiche da. War hier eine Tür, da eine Tür, dort eine Tür. Und so ist es hier jetzt auch. Da steht hier ein Holzstiel, der geht hier bis runter. Und hier ist ein Querholz, Riegel genannt. Und der ist ausgemauert mit Bohrenbetonstein. Kann man aber keinen Sturz drauflegen. Die sind nicht tragfähig dafür. Wir nehmen jetzt als erstes die Wand raus. Der Stiel bleibt drinnen. Der Stiel bleibt erstmal drinnen. Und dann
kommen hier zwei neue Holzstiele rein. Die stellen wir hier unten auf. Die werden mit Tellerkopfschrauben, die müssen wir dann alle noch holen, verschraubt. Und dann liegt der Sturz auf den zwei Holzstielen auf, geht hier rüber und dann liegt der Sturz hier auf dem Mauerwerk auf. Wieder geht eigentlich schräg. Vorsicht, wenn man jetzt hier klopft, nicht alles mit EMA rausnehmen, sonst fällt euch das auf den Wand. Also auf den Kopf. Gib den Saugnetz! Weg den Tiefer jetzt noch! Das geht also ganz weg. So, jetzt müssen wir den Untergrund prüfen, was wir hier was haben. Die hier. Ich sehe es nicht! Ich habe ja gesagt, ich habe für die Jungs noch eine Überraschung geholt. Bedenkt bitte, dass wir gerade aktuell uns September, Anfang September befinden. Ja, ich habe doch gesagt, ich habe eine Überraschung mit und das ist ja bald wieder Weihnachten. Nein, ja, nein, ja, nein. Jetzt müssen wir ja noch was holen. Zwei Holzstiele und dann kommt der Schaltregler drauf. Hier sehen wir jetzt das, was drüben schon mal erklärt hatte. Hier wird jetzt der Sturz lang gehen. Der wird genau in dem Stein sein, muss ich mein Essen. Da fällt der Stein mit raus und der hier soll eigentlich drinnen bleiben. Und da können wir nämlich jetzt ein Loch machen und da ein Loch machen. Und dann können wir abstützen. Ne, guck mal, da guck noch. Da, von der Spitze da. Ah, hier. Ne. Ach, hier. Hier. Ja, da. Ja, da, ja, ja. Ja. Ah, jetzt. Achtung. Jetzt kommt ein Kantholz. Das ist wunderschön. Du hast mir fast in die Fresse gehauen. Jetzt dasselbe in grün machen wir hier. Also, müssen wir wieder Brett nehmen. Wir machen das immer so auf der Baustelle. Und eigentlich fängt der. Alles gut. Das ist das, was ich meine, weißt du? Arbeitsschutz geht alle an. Jetzt haben wir alles soweit vorbereitet. Ist ein bisschen was hinterhergekommen, das ist auch normal. Mauern wir dann einfach mit aus. Jetzt müssen wir hier das Auflager noch mitmauern. Dann kommt der Betonsturz hier rein. Dann hier legt man auch auf. Und dann wird alles fein säuberlich ausgebaut. Dann können wir die Wand abbrechen. Und dann sind wir von hier fertig. Ja, will ich mit dem Kleid aufmachen. Machen wir es bis zum Sturz. Jetzt zeig alles, was in dir steht. Schön gerade. Fangen wir von der Seite jetzt an auszumauern. Gucken wir hier schließen und dann fangen wir an, hier Steine reinzusetzen und dann können wir den Wandteil wegnehmen. Wir sind jetzt, man kann sagen, zu 95% fertig, weil wir müssen jetzt erstmal noch die Schützen stehen lassen, weil der Möbel, was man so zwei Tage aushärten muss. Sonst würde sich das alles setzen und dann würden Risse bis ins Obergeschoss gehen. Dann werden die zwei Löcher noch vermauert. Hier haben wir es jetzt so gelöst, dass wir zwei Holzbalken noch mit hingesetzt haben. Natürlich mit dem Statiker vorher abgesprochen. Die tragen die Last hier auf unsere Wand und den Holzbalken ab. Und da liegt der Sturz bloße drauf. Der wird hier auch verdübelt, wenn alles ausgehärtet ist. Somit sind wir für heute fertig mit diesem Projekt. Wir haben alles geschafft. Ich hoffe, es gefällt euch, was wir euch so gezeigt haben. Für eventuelle Fragen könnt ihr uns gerne kontaktieren. Lasst einen Daumen oben und abonniert den Kanal. Danke.